Hallo! Heute erzähle ich euch von Kinderserien. Also Kinder, kleine Kinder, Kinderserien. Serien im Fernsehen für Kinder. Kinderserien, die ich geguckt habe, als ich ein Kind war. Als ich ein Kind war in Deutschland. Die erste Serie, die ich oft geguckt habe, heißt Nils Holgersson. Nils Holgersson ist ein kleiner Junge. Das ist Nils Holgersson. Ups. Und Nils wohnt mit seiner Familie auf einem Hof. Die Familie wohnt auf einem Hof mit vielen Tieren. Tiere wie Hühner, Gänse, Kühe. Aber Nils ist nicht sehr nett zu den Tieren. Er ist nicht nett. Er ist sehr gemein. Er ist sehr gemein und er ärgert die Tiere auf dem Hof. Er behandelt die Tiere nicht gut. Und die Tiere auf dem Hof haben Angst. Sie haben Angst vor Nils. Denn Nils zum Beispiel jagt Nils die Tiere. Er jagt sie. Also er rennt und er jagt die Tiere über den ganzen Hof. Er jagt sie. Ha, ich krieg dich. Ich kriege dich. Und dann trifft Nils ein kleines Männchen. Also kein Mann, aber ein kleines Männchen. Und Nils ist natürlich auch nicht nett zu dem Männchen. Aber das Männchen kann zaubern. Ja, abracadabra, hokus pokus. Und das Männchen macht Nils so klein. Ja, er schrumpft. Nils schrumpft. Und dann auf einmal ist Nils ganz klein. Nils ist so klein. Und die Tiere auf dem Hof sind jetzt viel größer als Nils. Und jetzt ärgern die Tiere Nils. Jetzt ist Nils kleiner als die Tiere. Und jetzt ärgern die Tiere Nils. So wie Nils vorher die Tiere geärgert hat. Und dann kommt eine große Familie Gänse auf den Hof. Und Nils klettert ganz schnell auf den Rücken von einer Gans. Nils klettert auf den Rücken von einer Gans und die Gänsefamilie fliegt wieder weg. Die Gänsefamilie fliegt wieder weg vom Hof. Mit Nils.
Und Nils ist ganz, ganz, ganz weit weg von seinem Zuhause und von seiner Familie. Er geht auf eine lange, lange Reise mit den Gänsen. Und die Gänse werden die neuen Freunde von Nils. Die Gänse und Nils werden Freunde und Nils wird ein netter Junge, ein besserer Mensch. Die zweite Serie heißt Heidi. Heidi ist ein junges Mädchen. Ein junges Mädchen, sie ist nur 5 Jahre alt und sie ist ein Waisenkind. Ein Waisenkind, das heißt, dass ihre Eltern, Mama und Papa, die Mutter und der Vater, gestorben sind. Ja, sie sind gestorben. Heidi hat keine Eltern mehr und sie wohnt bei ihrer Tante. Sie wohnt bei ihrer Tante. Aber die Tante, die bekommt einen neuen Job in Frankfurt. Sie bekommt einen neuen Job in Frankfurt und kann Heidi nicht mitnehmen. Und deswegen bringt sie Heidi zu ihrem Großvater, zu ihrem Opa. Der Opa von Heidi wohnt in den Alpen. In den Alpen. Die Tante bringt Heidi also zum Großvater in die Alpen. Und Heidi wohnt jetzt in den Alpen bei ihrem Großvater. Aber der Großvater ist ein bisschen mürrisch, ja. Mürrisch. Er ist ein bisschen mürrisch, vielleicht auch ein bisschen pessimistisch. Und naja, es gefällt ihm nicht super gut, dass Heidi jetzt bei ihm leben muss. Aber gut. Aber Heidi ist ein super, super nettes, freundliches und fröhliches Mädchen. Ein sehr, sehr fröhliches und herziges. Ja, das ist ein herziges Kind, ein herziges Mädchen. Und nach einer Weile, also nach einer längeren Zeit, das ist eine Weile, nach einer längeren Zeit ist der Großvater nicht mehr so mürrisch, aber auch mehr, viel mehr herzig und fröhlich und freundlich wegen Heidi. Und Heidi hat ein tolles Leben in den Alpen. Sie liebt die Berge. Ja, sie liebt die Berge, also die Alpen. Und sie liebt ihr Leben in den Bergen. Serie Nummer 3 heißt Vicky. Vicky und die starken Männer. Vicky ist ein kleiner Junge mit roten Haaren.
ein kleiner Junge mit roten Haaren und er ist ein Wikinger. Er ist ein Wikinger und er lebt in einem Dorf. Er lebt in einem kleinen Wikingerdorf. Ein Wikingerdorf. Und das Dorf heißt Flake. So heißt das Dorf und hier lebt er mit anderen Wikingern und natürlich mit seinem Vater und mit seiner Mutter. Ja, Mama und Papa sind natürlich auch in dem Dorf, sind natürlich auch Wikinger. Und der Vater von Vicky ist der Chef im Dorf. Also der Boss, der Chef von den Wikingern. Und das Problem ist, oder naja, ist es ein Problem? Gut, für den Vater ist es ein Problem. Das Problem ist, dass Vicky kein typischer Wikinger ist. Er ist nicht sehr stark und er ist sehr, sehr ängstlich. Ja, er ist sehr ängstlich. Das ist kein typischer Wikinger. Alle anderen Wikinger sind stark und mutig und groß. Aber die Wikinger sind nicht super, super intelligent. Aber Vicky ist es. Vicky ist sehr, sehr, sehr intelligent. Er ist sehr schlau. Viel schlauer als die anderen Wikinger. Und Halvar, der Papa von Vicky, der fährt oft mit dem Schiff weg. Ja, weg. Mit seiner Mannschaft, klar. Mit anderen Wikingern. Sie fahren oft auf dem Schiff zusammen weg. Und Vicky darf mit. Ja, hier ist Vicky. Und Vicky und die anderen Wikinger und sein Vater erleben viele, viele gefährliche, aber auch lustige, lustige Abenteuer. Viele, viele Abenteuer. In jeder Episode gibt es ein neues Abenteuer. Aber oft ist es auch sehr gefährlich. Und die Mannschaft ist in einer gefährlichen Situation. Und nur Vicky kann die Mannschaft retten. Retten mit seiner Intelligenz. Und die Kinderserie Nummer 4 heißt Simsalagrim. Es gibt einen Raum. Und in dem Raum steht ein Bücherregal. Ja, das ist ein Bücherregal. Das steht in dem Raum. Und da stehen natürlich viele, viele Bücher in dem Bücherregal. Aber es gibt ein besonderes Buch. Hier ist ein Märchenbuch. Ein Märchenbuch. Ja, ein Buch mit Märchen, mit Geschichten. Und da gibt es noch etwas in diesem Bücherregal. Es gibt 2 Stofftiere. In dem Bücherregal sitzen auch 2 Stofftiere. Ja, 2 Stofftiere. Und jede Nacht,
ja, wenn es Nacht ist, es ist Nacht und jede Nacht erwacht das Märchenbuch. Ja, auf dem Märchenbuch ist ein Gesicht oder ein Kopf auf dem Märchenbuch. Und das Märchenbuch oder das Gesicht, der Kopf, kann sprechen. Bla bla bla, sprechen. Und das Märchenbuch weckt die zwei Stofftiere auf. Ja? Oh. Die zwei Stofftiere wachen auf, weil das Märchenbuch sie aufweckt. Und dann sagt das Märchenbuch, es sagt, seid ihr bereit für ein neues Abenteuer? Und die zwei Stofftiere sagen, ja, klar, natürlich. Und das Buch klappt sich auf. Es klappt sich auf und Jojo und Krocki, sie heißen Jojo und Krocki, springen auf das Buch. Und das Buch fliegt. Das Buch fliegt und Jojo und Krocki fliegen auf dem Buch davon. In ein neues Abenteuer, in eine andere Welt. Jojo und Krocki werden von dem Buch in eine andere Welt gebracht. Sie werden in die Welt von einem Märchen von den Brüdern Grimm gebracht. Ein Märchen von den Brüdern Grimm, wie zum Beispiel Rumpelstilzchen, Hänsel und Gretel, Aschenputtel und so weiter. Und dann werden die Märchen von den Brüdern Grimm gezeigt und erzählt. Und Jojo und Krocki sind dabei. Sie sind in dem Märchen und sie helfen. Sie helfen den Protagonisten auch manchmal. Sie helfen Aschenputtel, sie helfen Hänsel und Gretel, sie helfen Rapunzel oder sie helfen den Bremer Stadtmusikanten. Es gibt 3 Staffeln. Ja, jede Staffel hat Episoden und es gibt 3 Staffeln von Simsalagrim. Simsalagrim. Und Staffel 1 und Staffel 2 erzählt Märchen von den Brüdern Grimm. Aber in Staffel 3 gibt es auch Märchen von Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff oder Josef Jacobs. Alles klar, das waren Serien, Kinderserien, die ich sehr oft als Kind geguckt habe. Wenn euch das gefallen hat, dann liked das Video und kommentiert unten in den Kommentaren. Also bis dann. Tschüss.